Seit wir unseren unerschrockenen Helden Larry Laffer zum letzten Mal mit seiner neu gefundenen wahren Liebe auf dem sandigen Strand von Not Too Nate glücklich unterhalten sahen, hat sich auch auf Non Too Nyt, der einst unberührten Tropeninsel mit kristallklaren Bächen und dem vom sauren Regen verschonten Regenwald, hat die moderne Zivilisation inzwischen Einzug gehalten. In dem Wunsch, ihre steinzeitlichen Lebensgewohnheiten abzulegen, ihren Interessen zu wahren und die Insel zu modernisieren, schlossen sich die Dorfbewohner zur eingeborenen AG zusammen, nachdem ihnen aufgegangen war, dass sie auf einer Goldgrube saßen, das sich mit Hilfe des Tourismus ausbeuten ließ, nahmen sie am Fernstudium teil und belegten Mithilfe von Do-it-yourself-Büchern und Videobändern errichteten sie zunächst einmal ein Hotel an diesem malerischen Strand. Dann nahmen die Großkredite bei ausländischen Kapitalanlegern auf und vergrößerten ihren Urlaubsort. Doch aus dem Ferienort wurde ein wahres Touristenmekka, als sie den Zeichen der Zeit folgten, da die da hießen. Ah, der Segen der Zivilisation. Wer will schon echte Palmen? Plastikpalmen brauchen nie gestutzt und gegossen zu werden. Willkommen auf der Perle des Pazifik, der brandheißen, konsumentenfreundlichen Yippies-Paradiesinsel Non Too Nyt. Tja, Freunde, hallo, ich heiße Larry Laffer. Natürlich nicht, ich bin der NRW über 18 und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Larry Laffer 3 wird gespielt auf meinem Kanal. Ich habe es euch ja versprochen, es gibt ein Deutsch-Patch für dieses Spiel. Heißt also, ich kann es mit euch spielen. Ich bin jetzt gespannt, wie das Spiel bei mir und vor allen Dingen auch bei euch ankommt. Es ist ein völliger Blindrun für mich, ich kenne es überhaupt nicht. Es ist ein Text-Adventure, das heißt, wir werden gleich mit Larry durch die Szenerie laufen und ihm dann sozusagen an den Punkten, wo wir was von ihm haben wollen, dann via Tastaturbefehle sagen, was er zu tun hat. Etwas völlig Neues für mich im Let's Play. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich finde es bisher... könnte lustig werden, aber das, was mich hier schon ankotzt, ist die Dauer der Dialoganzeige. Also, die geht ja mal gar nicht. Aber nun gut. Willkommen in Leisure Suit Larry 3. Passionate Patty auf der Suche nach vibrierenden Muskeln. Achtung, das Spiel enthält Grafik- und Textpassagen, die für manche Spieler anstoßerregend sein mögen. Wenn Sie die Darstellung gewisser Erwachsenensituationen, ordinäre Sprüche, ethnisch angehauchten Humor, Anspielungen auf Sex und nackte Pixelfiguren anstößig finden, macht Ihnen ein anderes Spiel sicher mehr Spaß. Ja. Da läuft man ja glatt rot an. Hoppla, ich hab's für schweinische Computerspiele nichts übrig. Ich sehe mir lieber das Schulfernsehen an. Ich kratze lieber schnell die Kurve. Oder, wenn du meinst, du kannst nicht schocken, musst du früher aufstehen. Ja. Ja, wie alt bist du überhaupt? Ja, da muss ich leider ehrlich sein. Ich bin unter 12. Nein. Also wenn wir jetzt hier unter 18 angeben, hört das Spiel auf und sagt, du darfst mich erst ab 18 spielen. Und ich glaube, ab 12 oder 16 ist das Spiel freigegeben. Ich weiß es jetzt nicht. Sehr lustig. Wir sind über 25. Also, zum Beweis, dass du wirklich mindestens 25 Jahre alt bist, beantworte diese 5 einfachen Fragen. Wir beobachten hier links das Foto. Ein Ständer ist etwas, woran man seinen Überzieher aufhängen kann, etwas, worin man seinen Regenschirm abstellen kann, in gewisser Situation peinlich, alles oben genannte. Was?
Die Abkürzung NASA steht für. National Association of Sperm, National Space Administration. Need another 7 Astronauts. Oh nee. Das darf nicht wahr sein. Und sie zieht sich aus. Fix und. Ein Gummiknüppel ist der Schlagstock eines englischen Polizisten, ein Testinstrument für ein Hörner, ein künstlicher Ersatz für ein fehlendes Körperteil. Wie lautet der zweite Vorname von John F. Kennedy? Was weiß ich? Scheiße. Drei von Friedrich Vedaya, darfst du das Spiel auf dem Niveau geschmackslos spielen. Ich werde das nochmal starten. Was sagt Fred Feuerstein, wenn er sich freut? Jabba dabba du? Das ist einfach. Dire Hö gelangt öfter bei der Familienplanung zur Anwendung, ist eine neuartige Vorführmethode für Lichtbilder, ist eine Diaserie über die Hochrhön, wird öfter von Bauchkrämpfen begleitet. Oh, da würde ich jetzt echt sagen, dass das letzte ist. Aber sicher bin ich mir... Diarrhö. Boah, da... Scheiße. Ich meine aber, das ist das letzte... Ja, das stimmt. Das delische Problem kann nur vom Hautarzt gelöst werden, befasst sich mit der Überbevölkerung von Neu-Delhi, kann nicht alleine mit Zirkel und Lineal gelöst werden, alles oben genannte. Das delische Problem. Was sind das für einfache Fragen? Das delische Problem. Ich habe da noch nie was von gehört. Kann nur vom Hautarzt gelöst werden. Kann nicht alleine mit Zirkel und Lineal gelöst werden. Oh, stimmt. EDV ist die Abkürzung für elektronische Datenverarbeitung. Damenverbreitung. Effektive. Ja. Wer ist fehl am Platz? Roberto Blanco, Sammy Davis, Peter Alexander? Nein. Ich verstehe die Frage nicht. Roberto Blanco. Wer ist fehl am Platz? Roberto Blanco, Sammy Davis, Peter Alexander? Ach so, Moment, das sind Sänger, glaube ich. Roberto Blanco, Sammy Davis, Peter Alexander... Ja! 5 von 5. Boah, die erste große Herausforderung hier im Spiel, diese scheiß Fragen richtig zu beantworten. Also, wir haben jetzt 5 von 5 richtig beantwortet. Wir haben die Frau Nagisch gemacht und wir dürfen auf dem höchsten Schweinigrad spielen. Und da sind wir nun im Spiel angekommen. Du liebe Güte, wie hat sich die Insel verändert? Als du damals mit dem Fallschirm abgesprungen und hier gelandet bist, gab es hier nichts weiter als ein verschlafenes, kleines Eingeborenendorf mit Analphabeten. Sieh dir das jetzt einmal an. Gewissermaßen über Nacht wurden Hotels, Casinos und ein Souvenirladen am anderen Ende aus dem Boden gestampft. Der Fortschritt verlangt seinen Preis. Nun ja, dein Job als stellvertretender Marketingdirektor für die Eingeborenen AG ermöglicht dir und deiner geliebten Frau Kalalau ein schönes Haus mit allem drum und dran. Ja, und hier sind wir jetzt nun im Spiel angekommen, bei Leisure Suit Larry 3. Wir können einmal hier mit der Tastatur spielen und auch einmal mit der Maus. Wobei ich sagen muss, dass es mit der Maus ein bisschen komplizierter war. Wir gehen jetzt hier mal zu dem Teleskop und dann geben wir mal ein. Hoch. Durch. Dir mag das Wort durchschauen zwar bekannt sein, aber I love. Kann es leider nicht. Du bist nicht nah genug. Was? Sicher. Das kann ja was geben. Du bist nicht nah genug. Super. So, jetzt. Ja, das mit dem Tippen, da müssen wir uns jetzt leider vorlieb nehmen, weil ich kann es leider nicht anders. Oh. Was ist das? Hoppla.
Ich liebe die Musik, die erinnert mich gerade so ein bisschen an Archibald. Habt ihr diese süße, den süßen Vogel gesehen, der da gerade durchgeflogen ist? Oh. Ah, ich glaube, da habe ich mal was von gehört. Ich glaube, wenn wir jetzt keine Fragen richtig beantwortet hätten, hätte sie die Rollos jetzt ganz runtergezogen. Aber da wir jetzt die, ja, Baby, 5 von 5 richtig beantwortet haben, lässt sie die Rollos oben. Kommt da noch mehr? Schade. Du nimmst die Augen vom Teleskop und wischst dir den Schweiß von der Stirn. Und wickst dir den... Cool, dann gehen wir jetzt mal da drüben gucken. Oh, Produktion. Guck mal, wir sind jetzt noch im Vorspann. So. Ja, was denn jetzt? Das Teleskop ist kaputt. Dann. Warum reagiert das nicht? Von diesem Aussichtspunkt hoch droben an den Hängen des Vulkans vom Nontunüt aus hat man einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. Es stört fast gar nicht, dass sie nicht gerade der Inbegriff von Sauberkeit ist. Ach, ja, ja. In der Nähe der 2 Teleskope ist ein gepflegtes Rasenstück mit einer Gedenktafel aus Bronze. Ich weiß. Oh, auf dem stehe ich gerade drauf. Von diesem... Danke, Larry. Irgendwie reagiert das manchmal ein bisschen lahmarschig. Von diesem Aussichtspunkt... Oh. Okay. Oh, an dieser Stelle bei der hat der unumstrittene Held unseres Volkes, Larry Leffer, unsere Insel im Alleingang von unserem Erzfeind, dem bösen Doktor... Tja. Kann ich nicht lesen. Erlöst, auf jeden Fall. Soll das ein H sein? Soll das ein M sein? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schön gemacht. So, jetzt können wir wieder raus. Nein. Raus. Raus. Der mag das... Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hallo? Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ah, so rum also. Hier ist die Maus übrigens. Gehen wir jetzt hier mal aus dem Bild. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Die Musik ist auch weg. Okay. Ah. Natürlich, jedes Mal, wenn ich Escape drücke. Die Dorfbewohner waren klug genug, die Finanzen und die Politik ihrer Insel selbst in die Hände zu nehmen. Daher ist zum Beispiel kein Fahrzeugverkehr erlaubt. Jeder geht zu Fuß. Dieser Pfad führt hinauf zu deinem Haus. Sicher wartet deine geliebte Kalalau geduldig auf deine Rückkehr. Herzlichen Glückwunsch, das Spiel kann mit deiner Intelligenz nicht Schritt halten. Ja, ja, ist hier okay. Larry, warum gehst du nicht? Larry! Was ist jetzt hier los? Ah, jetzt geht er. Wo ist jetzt meine Musik? Irgendwie kommt die Musik nur, wenn ich Escape drücke. Das ist merkwürdig. Nein, Larry, zurück. Nein, das ist zu weit. Du gehst zu weit. Larry! Ich drücke jetzt schon gar nicht mehr auf die Tastatur. Okay, also das nervt mich jetzt hier gerade schon ein wenig. Ah, jetzt reagiert er, oder was? Na, jetzt. Ah, jetzt geht er zurück. Stunden später. Du hast... Was? Was ist hier los? Ganz ehrlich, was ist hier los?
Das kann doch nicht normal sein, dass das Spiel so hinterherhängt. Aber ich glaube, wir gehen jetzt richtig. Wo bin ich denn jetzt? Okay, also irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Ich drücke überhaupt nichts und Larry hört nicht auf zu gehen. Wehe dir, wenn du umschauen noch einmal hast. Ich drücke jetzt nach oben. Ah. Ah ja, du kannst mir auch im TV begegnen. Meine Güte. Okay. Und? Was sehen wir da? Ich habe jetzt schon wieder gerade was eingegeben. Wir warten und warten. Ah! Du brauchst das Wort hin. Okay. Ja, schön. Ein Fernseher mitten im Urwald. Mit einer Bank und, ich denke, einem kleinen Tisch daneben und einem sehr schönen Bachlauf. Ja, das würde ich sagen, hat nicht jeder. So, und wieso ging es hier zu meinem... Der Pfad führt... Ach, das ist hinter dem Busch? Okay, ich habe jetzt schon längst aufgehört, nach rechts zu drücken. Okay, also das macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt hier so weiterzuspielen. Kalalau wartet sicher schon sehnsüchtig auf dich. Denkst du, ich gehe jetzt lieber wieder nach Hause? Ich habe jetzt einmal ganz kurz nach links gedrückt. Jetzt einmal kurz hoch, so. Okay, ich drücke nur ganz kurz. Okay, ah, ich glaube, ich habe es jetzt. Immer nur ganz kurz auf die Taste drücken und nicht drauf gedrückt halten. Das ist das Geheimnis. So, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, oh, Kalalau, Baby, rufst du. Dein heißer Liebhaber Larry ist wieder daheim. Kalalau sagt, Von wegen ertönt eine Stimme vom Zaun her. Du hast hier nichts mehr verloren. Ich habe mich anderweitig orientiert. Sie ist lesbisch geworden. Und die Scheidung eingereicht. Laut Inselrecht muss ich nur dreimal unser Bett umrunden und das habe ich in den letzten Jahren schon des Öfteren getan. Du bist schockiert. Du hattest ja keine Ahnung, dass da etwas nicht stimmt. Du sagst, was meinst du mit Scheidung und dreimal das Bett umrunden? Oh, Kalalau, sag mir, dass ich mich verhört habe. Nein, du hast richtig gehört, Larry. Ich verlasse dich und behalte das Haus und jetzt geh und lass uns allein. Uns? Also, uns? Was meinst du mit uns? Sitzt du da etwa schon mit jemand anderen im Heißwirbelbad? Whirlpool. Wer? Wer ist es, Kalalau? Die olle Schnebbe. Bobby ist hier bei mir. Wir lieben uns heiß und innig. Oh ja. Erwidert Kalalau in vorletztem, verletztem Tonfall. Ich bin mit Bobby viel glücklicher, als ich es mit dir je war. Ich lasse mich von dir nicht mehr zu Tode langweilen, Larry Leffer. Kalalau, rufst du, wie kannst du mich wegen eines anderen Mannes verlassen? Das tue ich doch gar nicht, du Narr, entgegnet sie. Bobby ist eine Frau. Sie ist wirklich lesbisch geworden. Armer Larry, es genügt nicht, dass Kalalau nichts mehr von dir wissen will. Jetzt hat sie sich auch noch in eine Frau verliebt. Was sieht Kalalau bloß in einer motorradfahrenden, Spielautomaten reparierenden, ehemals menschenfressenden, lesbischen Amazone? Oh weh, oh weh, oh weh. Okay, versuchen wir es mal. Gute Idee. Das kannst du später vielleicht noch einmal versuchen. Danke. Ach ja, du kannst mir auch im Tor begegnen. Ja, toll. Dann können wir hier also nichts mehr machen. Schade. Dann gehen wir mal zurück in den Urwald.
Larry hat die Frau einfach weggetrieben von sich, von der Männerwelt. Ach, da geht's nicht weiter, oder was? Nein, schade. Okay, dann will ich jetzt dahin, wo ich gerade war. Warum haben wir jetzt eigentlich keine Musik mehr? Auch wenn es nur ein bisschen Dingeldangel war. Wenigstens etwas. Warte mal. Die Cheftaste gibt's ja auch wieder. Ton. Nachdem du... Was? Was? Jetzt sicher, rutsch mir den Buckel runter. Automatische Sicherung. Ja, ja, jetzt sichern. Ja. Neuer Spielstand. Ja. Tom 1. Ja. So, nachdem du Kalalaus schockierende Nachricht ein wenig verdaut hast, überlegst du dir die Alternativen. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Kopf hängen lassen, mich in meinem Zimmer verkriechen und mir einen Videofilm nach dem anderen mieten. Überlegst du. Oder ich könnte ins Kloster gehen und die Frauen ganz aus meinem Leben streichen. Aber warte mal, wo sind eigentlich meine Gedanken? Nein, das ist nichts für mich. Ich will nicht Larry Leffer heißen, wenn ich mich so hingehen lasse. Wenn man es recht bedenkt, ist diese Insel ideal für einen gewieften Junggesellen, der wieder zu haben ist. Und dank einer wirklich guten Inselsitte stehen mir aus Kalalaus mit Gift etliche Hektar Waldland zu, mit dem möglicherweise etwas anzufangen ist. Vielleicht hat mich die Liebe zu Kalalau blind gemacht, sodass ich die unausgeschöpften Möglichkeiten meines derzeitigen Aufenthaltsorts übersehen habe. Wo sonst findet man mehr Frauen als in einem tropischen Ferienparadies? Und sie alle kommen nur zu einem Zweck hierher. Hier eine schöne Zeit zu verleben und ihr Vergnügen zu finden. Ja, genau, rufst du laut aus. Ich habe vom monogamen Leben mit der Ehe, von Dauerbeziehungen und von Verantwortung genug. Schluss damit. Mein neues Motto lautet, ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Was? Telefon? Was ist das? Was ist das? Ah, wir haben wieder Musik. Hört sich immer ein bisschen an wie Indiana Jones. Er ist wieder da. Ach, die Telefonzelle hat es zum Umziehen gebraucht. Ah, er hat seinen Polyesteranzug wieder angezogen. Aufgepasst, Mädels. Kaum glaubt ihr, es sei sicher, im Genpol unterzutauchen. Da ist der geborene Frauenheld wieder auf Achse. Oh ja. Heißer Feger im weißen Polyesteranzug. Ja, wir spielen also jetzt Larry Leffer. Heiß, heiß, am heißesten. Ach, guck mal hier. Ja, Freunde, ich würde sagen... Ich soll da wieder zurück? Wieso denn das? Wie es hier weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Larry Leffer 3. Wie findet ihr es? Ich finde es bis jetzt lustig. Jetzt, wo ich weiß, wie ich ihn steuern kann. Und wie es nicht immer so hakt. Bis zur nächsten Folge hier NRW bei 18. Adieu.